Darin, let's play. Der will mich hier fertig machen mit seinen Sprüchen. Das macht er extra, damit ich hier verkacke. So, da ist doch die hübsche Wendy. Ja, da ist die hübsche Wendy. Ich habe aber die falsche angehauen. Ja, Wendys Arsch. Ich bin Arschfetischist. Conny will ich küssen. Ja, soll sie noch. Hier. Muah! Scheiße. Ich bin fremd gegangen. Muah! Muah! Mein Gott. Guck mal, die wird schon grimmig. Du gehst fremd? Alter, ist das doof. Du gehst fremd? Hey, danke für das Küsschen. Ich hab den Palast geschafft. Scheiße. Habt ihr das gesehen? Ich hab's drauf. Ja, muss gar nicht so gucken. Aber Wendy hatte Mundgeruch, deshalb hab ich's in der Lava geschmissen. Schäbige Perle. Danke, du hast mich vor Wendy gerettet. Erstmal das Schloss sauber machen, die Wendy war nicht gerade reinlich. So, zack, weg damit. So dreckig war das Schloss, das war einfach nur ein Misthaufen. Wendy Cooper konnte leider nicht heiraten. Und jetzt kommen wir zu Valley of Bosa. Ja, yeah, also das Tal von Bosa. Geil. Jetzt haben schon mal Bosas Frau verkloppt. Ich meine, bei der Frau, da ist dann auch kein Wunder, dass der Peach klauen will. Ach, kommt da nicht nachher so ein Safe. So eine Höhle? Ah ja, ich glaube, wenn du jetzt das Level schaffst, dann kommt eine Höhle, ne? Guck mal da, da ist... Wie kommt man denn da in die Röhre rein? Gar nicht. Ja, wie gar nicht? Wofür ist sie denn da? Google. Kam ich da nicht vorhin raus? Nein. Aber hör auf mit deinem scheiß Google, ne? Schwimmer da lieber. Geisterschiff. Nein! Ey, kaum ist das Level angefangen, wäre schon fast verreckt. So einer Kanonenkugel, die natürlich auch physikalisch komplett korrekt durchs Wasser schwimmt. Ja. Ich sag, dass das Wasser ist. Du schwimmst! Das ist so eine Illusion. Du vielleicht. Schwimmst! Was soll das denn sein? Wackelpudding! Eine Illusion. Eine Illusion. Das bilde ich mir alles noch. Ah, ich bilde mir auch hier alles ein. Ich nehme hier gar kein Let's Play auf. Ich sitze gerade im Wald vor irgendeinem Baum und bin kurz vorm Verrecken. Nein, du guckst gerade den. Was? Ja, jetzt überrasche nicht die Geister. Hallo, Luigi! Hallo! Mach du, ich hab keinen Bock. Der hat auf nix Bock, ey. Herausforderung, Junge, so, Junge. Junge? Pass auf, ich zeig dir, wie das geht. Geh mal runter, genau. Ja, geht nicht. An der Ecke kann ich nicht weiter. Aber die schießen nicht. Doch. Die schießen. Das erinnert mich so ein bisschen an... An das für Super Nintendo, das eine. Ja, dieses. Oder mehrere Mario-Spiele. Die Luftschiffe da, ne? Ja, genau. Ja, ja. So wie es im gleichen Blick jetzt nicht da reingehen können? Da war doch nix. So. So. Jetzt weiß ich ja, dass hier Geister kommen. Wir haben so eine Party gestartet. Die wollen mich überraschen. Ich hab. Scheiße. Boah. Ich hab Scheiße. Ich hab Geburtstag, wollte ich sagen. Jetzt spawnt aber immer an was. Ja. Wo weiß ich, wo ich sein soll und wo ich nicht sein soll? Ja, Glück. Ich glaube, die spawnen aber nie. Oh, an deiner Position, wollte ich sagen. Aber anscheinend doch. Was hast du gesagt? Mit die Klappe. Konzentrier mich. Ja! Yeah! Da! Ah, Geisterparty ist vorbei. Gut. Toll, die nächste Party beginnt schon. Du musst. Hau ab, du Kussmund. Bosa's Lady war schon hässlich. Auf so einen Geist habe ich gar keinen Bock, ey. Auf so einen Schmatzer. So ein wie heißt das? So ein Kussding? So ein, wie heißt das? Der weiß auch nix. Was meinst du? Halt die Klappe. Knutschfleck. Ja, genau. Yeah! Wo wollt ihr hier? Ich mach euch fertig. Komm her, du Schildkröte. Dich! Dich! Was ist das denn? Das ist endloser freier Fall hier. Das ja, ist das, dann stellen es gleich weg. Ist die neueste Attraktion im Europa-Park. Oh. Boah, hat das schlecht geschissen. Oh, ein paar Leben. Ach, kann ja. Immer gebrauchen. Hoi, 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 hoi. Was ist das denn für ein Mensch?
Ah. Hey, hey! Ich dachte, die bleiben darauf liegen. Da nimmt man an, das Spiel hat eine Physik. Schwerkraft war das. Was? Ja, alles von neu. Ich kann nur sagen, warum. Ey, ich war da bei diesem Ballon, diesen komischen, den ich wahrscheinlich nur noch hätte drücken müssen, grandios. Und, nee, natürlich nicht. Dann geht natürlich vorher kaputt. Jetzt verkackt Luigi wieder, weil er von Geistern überrascht wird. Zu seinem 50. Geburtstag kriegt er einen Herzanfall. Oh, ich hab mich überrascht. Warum 50 eigentlich? Ja, oder 80. Was weiß ich, wie alt du bist. Warum bin ich alt? Guck mal, jetzt versucht er das wie ich da so ganz cool durchzuschwimmen. Auch wenn ich sterbe, ich kein Problem. Ja, ja, das Problem ist, er ist ja nicht ich. Der denkt da zwar, aber... Denkt dann, gleich kommt noch so ein zusätzlicher Gast. Gleich kommt noch ein Gästlein, genau der da unten, der kommt gleich auch nochmal in der Mitte irgendwo. Genau da. Ja, jetzt hast du es schon geschafft. Ja? Ja. Hab ich? Ja, hinter der Säule kommen keine Geister mehr. Und warum nicht? Warum nicht? Muss den Programmierer fragen, warum nicht? Kann ich Ey, wenn du es schaffst, durch die Lücke zu schwimmen, dann kriegst du WoW 100 Gold. 1000 Gold. Ne, so viel habe ich nicht. Willst du das machen? Du musst doch nur runterfallen. Und am Ende auf die scheiß Steine aufpassen. Da auf die. Ja, Steine, was weiß ich, was das sind. Pulsierende, irgendwas da. Kannst groß werden. Alter. Ich sterb gleich. So, mal gucken, wie er sich anstellt. Oh, er nimmt direkt das Loch. Oh, ich hab Angst, ey. Na, guck mal, der schafft das wieder. Oh. Der Arsch, ey. Ich hab's eigentlich auch geschafft. Aber da unten im Leben war ein, da unten im Wasser war ein Leben. Wollte ich eigentlich haben. Wer erweckt mich? Boah, es hat so lange Weile. Ich hab Luigi gefressen. Ich will auch so ein Schloss, wo Darin draufsteht. So ein blinkender Neonschrift. Ist voll geil. Darin! Das wäre der Hammer. So, aber wenn wir Bowser geschafft haben, sind wir noch nicht durch. Oh, bist du gefangen, Armer. Weil wir müssen noch alle Geheimgänge finden. Wissen wir? Ja, ich hab geschrieben, dass wir alle Geheimgänge holen. Warum weiß ich davon nichts? Ja, jetzt weiß ich ja. Hallo, komm mit. Aber ich hab keine Zeit. Komm mit, wer daher. Ja, da muss ja nicht alles heute gemacht werden. Da ist irgendwas! Wieso kommt der da wieder, der Footballfisch? Ja, die Fresse guckt nicht so. Hätte ich eine Feder gehabt, dann hätte ich den danach einfach weggewämst. Geht das? Ja, einfach drehen, dann ist er tot. Warum gehst du da unten her, wenn du auch oben hergehen kannst? Das geht ja da selber her. Austesten. Komm her, mein Schatz. Ich bin Quarterback bei den New York Mets. Komm her! Ich wieg 120 Kilo, nur Muskeln. Bam, weg mit den Steinen. Komm her, Luigi, du Fisch. Na, weg ist er. Ich. Ach, das ist zu doof. Der ist nicht bei den New York Jets, der ist irgendwo im Kindergarten am Football spielen. Mein Gott, gleich ist die Zeit um. Warum verpisst er sich? Wo ist der Football? Da ist er. Er ist grün! Ja! Hey. Warum macht er das nicht kaputt? Ja! Ja! Hey, ja, ist er! Hammer! Ja, cool. So, jetzt ist er wieder weg. Jetzt hol ich den. Guck mal, jetzt geht er. Ja! Arsch-Cheater. Das ist ja gar nicht so pisser. Sicher.
Eine Münze. Und darunter ist vielleicht ein Geheimgang. Hat sich richtig gelohnt, finde ich. Alter. Da ist bestimmt was. Da war ja auch ein Maulwurf, den du von unten getötet hast. Ah, ich bin gefangen. Den kann man gar nicht töten. Hallöchen, ich habe eine coole Sonnenbrille. Ich bin Mitglied der Man in Black. Oh, Hallöchen. Oh. Ich wusste auch. Ja, der Maulwurf hat dir hat dir seine Nase gezeigt. So. Dum, dum. Hau doch nicht vors Mikrofon. Hab ich das? Ja. Scheiß drauf. Dann hörst du dann wieder dann im Spiel, wenn die das gucken, dann hörst du dann auf einmal so. Ist ja cool. Also die Welt auf einmal untergeht. Wenn dann morgen in der Bildzeitung oder so steht, Menschen verlassen panisch ihr Haus und denken, sie müssen sterben, weil die Welt untergeht, obwohl sie eigentlich nur Let's Play geguckt haben, dann bist du schuld. Ah, hier, die Maulwurfgrotte. Und damit euch. Habt ihr. Boah, wie ich diese Map passe. Oh nein! Er will mich fressen! Nein, der auch! Wie viele kommen denn da? Ich meine, man kann da rüberspringen. Ja, will ich aber nicht. Warum nicht? Weil die stinken. Warum? Ist hier überhaupt ein Geheimgang? Nee, ne? Nö. Ist ja. Ein normaler Weg. Da muss ich mich ja auch nicht so umgucken. Ich muss mal eben kratzen. Wahrscheinlich kommt jetzt ein Maulwurf. Nein. So. Ach ja. Checkpoint, Checkpoint. Yeah. Boah, bist du sogar groß geworden. Toll. Jetzt bist du ja wieder klein geworden. Da, jetzt muss er aber auf den Kopf springen. Ah, guck mal, mein Chauffeur. Warum habe ich keinen? Oh, ein Mond. Drei Leben. Geil. Hattest du eh nötig. Oh. Ja. Entschuldigung, die sind da voll am Rummachen. Wollen wir lieber nicht stören. Ich mach dich frisch, du hast meinen Bruder verarscht. Toll. Ach ja. Der hat mich verarscht. Was willst du denn da, wenn er sowieso nicht weitergeht? Ja und? Ich weiß nicht, was die Japaner sich hier ausgedacht haben, die armen Maulwürfe hier zu quälen, indem sie hier irgendwo einsperren, ey. Oh, nee. Nee. Ja. Ah. Oh. Fritz. Das ist ein Scheiß-Level. Der dauert voll lange. Toll. Komm mit, komm zurück, Maulwurf, komm. Komm, gib Leckerchen. Ha! Boah, ist der gut. Boah, das war knapp. Boah, starke Leistung. Hallo! Mein Chopper! So. Vielleicht ist da unten eher was. Trottel! Boah, wie viele Footballspieler da sind, ne? Ja, hier ist glaube ich eine Versammlung oder so. Toll. Voll umsonst. Mann, nee, nee, so ein scheiß Maulwurfsfressen-Figur, was der für ein Doppelkinn hat, ey. Kinn ist fast länger wie die Nase, wie ist denn sowas physikalisch möglich? Ich seh doch. Ja, guck mal, zumindest hab ich da. Das ist wieder, das ist grandios, der läuft hier zu Topform auf. Mach, mach. Ich muss mich ausruhen. Das sind noch drei Level, die wir schaffen müssen. Ich will kein Level mehr. Heulabau! Wieso? Wir hatten doch gerade ein Continue. Continue? Ja, halt. Speicher. Komm mal da unten her? Hab ich schon. Will ich aber nicht, ich hab Angst. Ach naja, ich muss ja erst hier unten die Schalter drücken. Das sieht irgendwie voll cool aus. Was sieht cool aus? Ah, nichts. Hä? Nichts. Da! Das sieht irgendwie voll cool aus. Wahrscheinlich meint ihr den Hintergrund oder so. Sieht aus, als ob man so Mittelfinger zeigen will. Wer? Alter! Ja, der Hintergrund zeigt Mittelfinger. Kannst du mal sehen, was der für eine kranke Fantasie hat, ey. Boah, Zeigefinger, ja? Machst du den Mund auf, es zieht. Ich mach hier euer Football-Treffen zunichte, ihr Fischköpfe. Schade. Ja, hast du gedacht, ich lauf wieder in den Maulwurf rein, ne? Ja! Und ich hab Bonus-Level. Alter, ist das warm hier drin.
mal Fenster aufmachen hier. Ich gehe kaputt. 29 Grad. Ist normal. Pilz! 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 Scheiße! Nein! Pilz! Kein Pilz. Kein Pilz! Kein Pilz! Scheiße. Yeah! Eine Reihe hatte der. Jetzt mach ich Fenster auf. Er macht nur Fenster auf, weil er gefurzt hat. Oh, da gibt's ein Geheimlevel. Hör mal, Kollege. Das kenn ich doch. Ich kann dich aber anfurzen. Ah, schon wieder die komischen Wellensittiche. Die sind süß. Ja, bis sie dich fressen oder dir am Kopf Blut absaugen. Mann. Ja, die sind auch süß. Guck mal, der hat dich geküsst, die Schildkröte. Muah. Guck, wie der sich anstellt und das ist ein Geheimgang. Ach, ich hab schon gesagt. Ach so. Das ist ein Geheimgang. Top Secret. Ey, der Hund, der will mich auch verarschen, glaube ich. Ja, wenn er muss. Ich war gerade mit den Gassi vor der Stunde. Ja, was war nicht richtig? Da ist da ein Problem. Hä? Guck, wie doof die guckt. Ich verklopp die gleich. Vielleicht ist er doch in der. Nein. Hast du einen Schniedel gesehen? Nein. Ich hab doch gesagt, ich verklopp den gleich. Vielleicht ist er doch eine Sie. Schon besser. Nee, hast du eine Muschi gesehen? So. Vielleicht hat die Klamotten aus, siehst du von den anderen Weiber auch nicht? Das sind keine Schild, das ist eine Schildkröte. Ja und? Da erkennst du das Weibchen. Ganz oh. Einfach. Was haben wir Glück gehabt, ey. Nein, ich wusste das. Ich kann in Zukunft sehen. Alter. Ey, gib meinen Panzer wieder. Ich hab nur noch meine Unterhose. Oh. Sie hat doch gesagt, die haben Unterhosen an. Deswegen kannst du nicht erkennen, ob das ein Kerl oder ein Weibchen ist. Kann man wohl. Nein. Der geschulte Zoologe und Schildkrötenkenner, der weiß das. Er kennt das an der Kopfform. Guck dir das mal an, das kann nur ein Kerl sein. So dusselig wie der aussieht. Ah, oh, ist das schön. Diese Atmosphäre hier. Ja, sehr schön. Da kann man ja gleich einziehen. Läuft rückwärts da rein, doch vorwärts ist langweilig. Ja, jetzt mal ein Yoshi. Verdammte Scheiße. Warum habe ich kein Yoshi? Ja, keine Ahnung. Das ist gemein, da kannst du zerquetscht werden, ey. Wie hätte ich das machen sollen? Zum Beispiel so. Wieso? Du willst wissen, wie das geht? Aua! Ich zeig dir, wie das geht. Erstmal werden die Wellensittich hier entfernt. Scheiß Wellensittich, ey. Ich hol gleich meine Katze. Vielleicht ist das ja auch ein Vogel. Nein. Das ist ein Wellensittich. Wo willst du das denn wissen? Weil die so aussehen. Und warum sehen die so aus? Weiß ich doch nicht. Ja, ja. Und warum sagst du dann, dass das ein Wellensittich ist? Weil die so aussehen. Und warum sehen die so aus? Halt die Fresse! Warum soll ich die Fresse? Alter! Ach, da oben ist ja eine Luke. Ja, da ist eine Luke. Oder, ne, oder wie nennt man das? Nut? Wer ist mit Ritze? Oder Rille oder Schwille, was weiß ich. So. Oder ein Fleck. Ey, das will ich jetzt nicht riskieren. Mach ich auch nicht. Aber wenn es runter geht. Dann will ich das schon machen. Ja, ne? Schon mal Anlauf nehmen, schon mal gegen die Wand laufen. Oh. So. Schon mal laufen. Laufen, laufen! Vielleicht bewegt sich ja die Wand. Kann ja sein. Schafft er das, meine Damen und Herren? Geil, ey, geil! Oh, guck mal, da stand gerade eine 49 anstatt 50. Ja, das doch, Alter. Der ist so ein Scheiß-Level, da muss ja nur warten, warten, warten. Der muss logisch denken. Logisch denken? Ja, manche, die laufen ja so vor. Ja, manche, ich bin doch nicht manche. So wie du, ne? Manche laufen sofort. Jetzt will er mich hier wieder schlagen. Wieder vergewaltigen hier. Können wir schon mal gucken, was uns da erwartet? Boah, ist das ein Überkahl. Zum Glück habe ich nicht geguckt, was uns da erwartet. Oder mich. Der Tod. Ja. So, jetzt habe ich es geschafft. Hast du das? Yeah. Ha! Ja, ich weiß, normalerweise sagt man ja sowas ist nicht. Egal, ne? Aber, aber ich bin eben der Meister. Master.
Desaster. Das wiederholt sich ja irgendwie immer wieder. Ja. Yeah. Und die Rollen sind wieder vertauscht. Ich schaff... Ich hab trotzdem mehr wieder jedes wie Level. Was? Ich hab mehr geschafft wie du noch immer. Na, das wollen wir mal am Ende zusammenzählen. Dann können wir ja machen. Ja, machen wir auch. Nein. Boah, ist ja doof, ne? Das hat der extra gemacht. Der will, dass ich das Geisterlevel mache. Gar nicht. Das ist einer und der denkt, das fällt nicht auf, ne? Ah. Pass auf. Wie heißt das Geisterlevel? Ich hab nicht geguckt, aber... Ist ja egal. Hey! Mit Spinnweben diesmal. Und Nikos Lieblingsschweinbällen. Schleimbällen hier. Die Popel, die fliegenden. Das erinnert mich an WoW, an die Schleimviecher. Der mit seinem WoW, ne? Tja, welche Richtung gehen wir? Warum nimmst du nicht den Stern? Weil das langweilig ist. Warum ist das langweilig? Weil ich jetzt nicht höre, wann der P-Knopf zu Ende ist, durch den Stern. Weil da jetzt kannst du noch das... Ach, Kacke, wäre ich mal weitergelaufen. Selbst schuld. Wollte ich ja nicht. Ich hätte ja auch weiterlaufen müssen. Guck mal, jetzt bin ich nämlich wieder am Anfang. Oh, ey. Ey, was ist denn? Ich habe einen Popel berührt und der tut sich weh. Der ist bestimmt geekelt so. Oh, das sieht aus wie ein Flummi. Flummi, das ist ein Popel. Warte, ich hole mal einen aus der Nase, kannst vergleichen. Ja, Popel ist nicht so grün wie das. Renn. Halt die Fresse, sag noch einmal, ja, renn. Lauf, Schlampe, lauf. So viel Scary Movie geguckt. Und wenn du dich dann entscheiden musst für eine Waffe oder so, nimmst du die Banane, weil du Hunger hast. Guck, bei mir war eine Blume. Du hattest auch einen Pilz. Ich war auch da oben drin. Nein. Jetzt. Du kannst ja auch mal in die andere Richtung laufen. Da gibt ja zwei Richtungen. Nö. Nö, aber hat sich nochmal kurz umgedreht für eine Sekunde. Nein, nein. Hätte ich auch geschafft. Lauf so weit du kannst. Ja. Oh, welche Tür nehme ich denn? Ich weiß es nicht. Ich nehme mal die. Boah, ich bin gut! Ah, so ein Lacker, ey. Ich möchte mal wissen, was da ist, wenn man noch weiter läuft. Nichts. Ja, sicher! Irgendwas ist da. Bestimmt ein Geheimgang. Da ist ein Geheimgang. Ja, den Geheimgang, da müssen wir auch noch holen, aber wir können jetzt aufhören. Ja, das war aber gut. Ja. Gut, dann hören wir jetzt auf und in der nächsten Episode suchen wir so ein paar Geheimgänge und dann wird auch Bowser dran glauben und kann ich das Spiel beenden? Nein, Spaß, ja. Haben wir doch schon. Warte, ich starte. Nein, er muss aber Gastlevel wieder neu machen. Ich wurde doch jetzt gespeichert. Nein. Doch, da stand doch safe. Na, echt? Ja, sicher. Hab ich nicht gesehen. Ja, warte, wir resetten mal eben und dann gucken wir, wie viel Prozent wir schon haben. Ich glaube, wir sind nämlich gut dabei. 70! Jetzt mach mal. Das ist geschafft. Nein. Oh doch. Und was wollen wir hier wieder wetten, ne? Nichts. Valley of Ghosts geschafft. Valley of Bowser 3 sind wir jetzt. Gut. Gut, dann verabschieden wir uns und wir sehen uns dann übermorgen wieder, zumindest wenn alles nach Plan läuft, zur nächsten Episode. Tschüss. Ciao.